Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wieso darf ich nicht meine Kleider anziehen, hä? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Der Herr ist nicht erfreut. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Goldene Sonne, Bild. Ich will wieder zurück ins Bad. Es war so schön warm. Und du? Sei so nett und stör bitte nicht. Sei so nett und stör bitte nicht. Ein Wedimin. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Wenn ich nur ein einziges Härchen an meinem Bart finde, das noch zu lang ist, komme ich wieder. Was will ich mit deinem Becher? Die Wunde ist... Ach komm, wenn ich stehle... Wenn ich stehle, bin ich wieder tot. Direkt aus den Sagen der Nord. Und ich habe keine Waffe. Hör auf zu schlabern da hinten! Rasierer Typ. Was haben wir hier? Puppe und Blaubeeren. Ach. Die Tür sieht nicht aus, als wäre sie offen. Es mag dem Herrn neu sein, doch ein Handtuch um die Hüften ist kein passender Aufzug bei einer Audienz. Der Herr wird sich freundlicherweise ankleiden. Es mag dem Herrn neu sein. Halt die Fresse. Doch ein Handtuch um die Hüften ist kein passender Aufzug bei einer Audienz. Der Herr wird sich freundlicherweise ankleiden. Und ich glaube, ich muss wieder niesen. Und an alle, die Gesundheit gesagt haben, danke. Oder die es in den Kommentaren geschrieben haben, auch danke. Die bekommen Danke zurück bei Kommentar. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich anziehen soll. Links und rechts, das sind doch die gleichen. Ah ne, der da hat Knöpfe, wie es aussieht. Das ist so ein... das Muster ist anders. Das Muster ist anders. Das in der Mitte kommt sowieso mal erst gar nicht in Frage. Ich nehme das hier. Ja, komm. Darf ich alles nehmen? Es mag dem Herrn neu sein. Ach. Charakter. Nein. Wo haben wir's? Inventar. Chemie, Handwerk. Doch, Inventar. Sieht gut aus. Kann ich zoomen? Nee. Vitalität 3750, Zeichenkraft 4%. Rüstung 4. In Irden, Verlangsamung, wo haben wir's? Physischer Schaden, Taumeln. Naja. Hüften ist kein passender Aufzug bei einer Audienz. Der Herr wird sich freundlicherweise ankleiden. Ich bin ja schon angezogen. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Nein. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja.
Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Der Herr wird verneigen. Ich bin kein Wildschwein, ich kann mich verneigen. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Ernsthaft? Rechtes Bein nach vorne, linke Hand auf die Brust, linkes Bein nach vorne, rechte Hand auf die Brust. Linke, was, warte. Linke, der hat den linken Arm nach, linkes Bein nach hinten. Und den Arm an die Seite. Linkes Bein nach vorne, linke Hand an die linke. Linkes Bein nach vorne, rechte Hand auf die Brust. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Au. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ingrimi eb art kerser, deit wenn adan in karn eb morvut, em hier war em reis. Verneigen. Ach, komm. Eure kaiserliche Majestät. Arrea epto orde. Evelien, namin wat gern wavort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cirilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin.
Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Lente mire detre. Der Herr wird später noch Zeit für einen Spaziergang haben. Sicher? Hier können wir mich nicht sehen. Verschlossen, okay. Magie einzusetzen, würde ich mal sagen, ist nicht so gut. Da bin ich auch schon. Komm, lauf. Ja. Es ist Nachmittag. Beruhige dich. Esiat ein Vatian Geralt. Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herewart II., Prinz von Elanda. Man lässt mich hier nicht nur wie einen Bittsteller warten, sondern auch noch in der Gesellschaft eines Filzers. Ich bin Gerber, Meister der Gerbergilde. Als ob das einen verflixten Unterschied macht. Ich verlange... Beruhige dich. Der Kaiser verlangt Ruhe. Wer stört, den erwarten harte Strafen, edle Abstammung oder nicht. Der Herr wird später noch Zeit haben. Nee, wird er sicherlich nicht haben. Heil. Okay? Heil. Okay? Der Herr wird später noch Zeit haben. Halt mal die Fresse, verdammt! Bleibe er bitte bei. Nein, extra nicht. Was zur Hölle machen die da? Der Herr wird später noch es war der? Evelien. Oh, halt es war Radger. Es war Astrigian. Er folgte es in Karnak. Bisschen es war in Novigrad. Er war es in Belg. Ratslieden in Enig. Es tut es auch an Nen Faer. Es ist Sid, Abside Epp, Fianza, Nen, Matting. Sag mal, was ist denn das für eine Sprache eigentlich? Und der macht schon wieder die Tür mit seiner Fresse auf. Klingt irgendwie so ein bisschen nach Lateinisch. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Augenblick bitte, Exzellenz. Ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In 3 Ausfertigungen. Was haben wir denn da? Ein Apfel und ein Fläschchen. Lass mal liegen. Mutagen! Hilfe, da ist Mutagen! Die wollen Turtles herstellen! Fläschchen und Puppe. Das machen wir wieder aus. Braucht kein Mensch. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Egal. Yennefer. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus.
Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Wow. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Was will die wilde Jagd von Ciri? Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold, die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, dort drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Warte!
Wow. Ich hasse Portale. Was zur... Ein Vedimi. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfall. Botschafter war Atre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Ach du Heilige. Na gut. Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Ädiren war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwin und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radowitz? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radowitz schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwin an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwiner. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radowitz an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radowitz ist unser Feind, aber ich kann nicht abstreiten, dass er gerissen ist. Er hat uns gelingt und nicht zu knapp. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste, unvergleichliche Verluste. Radowitz zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen, von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Ich empfehle jedem, der sich Let's Play von mir oder irgendjemanden anderen anschaut oder der sogar das Spiel selber spielt und noch nie die vorherigen Teile gespielt hat, mal ein Stückchen weit durchzuspielen und sich dann nochmal diese Folge hier anzuschauen. Weil erst dann macht das irgendwie Sinn und du verstehst es. Vorher oder jetzt zum Beispiel. Keine Ahnung, was die hier reden. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Ja.
Novigrad, das interessiert mich jetzt. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. In einem Wort, samt und sonderbar. Wie steht das auf Skellige? Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Nein, ich bin eher der Mondtyp. Jetzt kann ich ein bisschen rumklauen, wenn niemand hier ist. Ah, Alchemiezeug. Na dann. Auf zum Kämmer Sisyphus.